die letzte und vermeintlich wichtigste Frage. Der Nön-Journalist Nikolaus Frings macht seine Arbeit. Sehr gut. Wenn er sich jetzt noch angewöhnt, dass er mir nicht am Sonntag in der Früh anruft. In den letzten drei Spielen habt ihr 6 Punkte geholt, also 2 davon schon unter deiner Regie. Nein, die letzten 2 Spiele haben wir 0 Punkte gemacht. Das Zwettl-Spiel war das letzte daheim, da haben sie 2-0 gewonnen, da war verfehlt schon weg. Okay, also dann hat sie die Frage bei übrig. Mein bisheriges Karriere-Highlight war? Also Highlights war wieder daheim mit meiner Frau im Schlafzimmer, aber sonst. Ja, Highlight, 2 zweite Plätze vielleicht. So, jetzt kommt die Frage mit den Highlights. Da müssen wir uns zusammenreißen. Also ich sage jetzt nicht, was haben wir da eigentlich? Der Harry ist das Copyright drauf. Das glaube ich auch. Dann können wir da vielleicht ein bisschen Licht drauf dran. Jetzt wird es schon gleich dunkel. Jetzt haben wir draußen, gerade vor der Sonne. Jetzt ist es gerade ziemlich dunkel. Passt das alles? Gefühl ist mir mittlerweile nicht ans Herz gewachsen. Ah, das streichen wir. Ja, ist besser. Naja. Also ich schau mal, wie lange die Wolken da sind. Meine Spieler nennen mich Trainer, Coach und ein paar Rüpel spielen auf meine körperliche Konstitution an. Das heißt dann? Ja, so in die Richtung dicker. Kommt vor. Das sind die, die dann Liegestütz machen, oder? Das sind die, die dann im Kreis laufen. Das ist aber gar nicht. Schau, die ist gleich wieder da. Ich schwör's dir, in 5 Sekunden ist die Summe wieder voll da. Ja, das stimmt. Was der Regel ist, sind die Schotten. So, da ist im Endeffekt. Du kannst nicht mit dem Bild auf. Nein, aber das ist gleich in Lorenz. Schade. Wie bist du mit deinen Neuzugängen bisher zufrieden? Jetzt muss ich das Richtige sagen, glaube ich, ne? Aber er hat den Vorteil gegenüber anderen Journalisten, er weiß, von was er spricht. Mhm. Weil ich kenne keinen, der gekickt hat. Wie sehen die Schwerpunkte in der Vorbereitung aus? Ja, bis zum Schneiden, jetzt hätte ich gesagt Trainingslager. Ich gehe davon aus, dass es sicher bis zum Schluss, bis zur letzten oder vorletzten Runde um den Meister geht. Mit 1, 2 oder 3, das ist dann dahingestellt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand 2 Runden vor Schluss den Meistertitel feiert. Deine Einschätzung? Meine Entscheidung, ja, es ist, Konkurrenz ist gut, diese 4 Mannschaften werden es ausmachen, das ist klar, aber ich bin der Meinung, dass man das eigentlich schon in der dritten Runde entschieden hat. Was? Also der drittletzten. Ach so. Also in der dritten Runde, nach 12 gespielten Runde ist entschieden. Waren wir recht, dann hätten wir es ja nicht, aber. Das war was. Mutige Ansage. Aber ich wollte nur testen, ob du schlafst, oder? Nach 3 Runden ist es ja. Nein, natürlich. Du glaubst nach 12 Runden? Nach 12 Runden ist es natürlich entschieden. Ja. Wieder einmal so typischer. Am Meier sogar. Ja, genau. Schneid ihn nicht. Ist mir egal. Wie? Warte. Verbessern möchte ich mich noch? Ich möchte mich immer verbessern in jeder Tätigkeit, wo ich bin. Und vor allem als Trainer gibt es, glaube ich, keine. Das musst du jetzt schneiden. Wie? Warte. Diese Formation lasse ich am liebsten spielen. Ja. Das kann ich jetzt leider nicht beantworten, aber es sind 3-5-2 und 4-4-2. Okay, na eine 3-5-2, der könnte gleich auch sein. Ja, dann hat er schon alles verraten. Da hat er uns gesagt, 4-2-3-1, 4-1. Ja, genau, das werden wir aber. Also, nein, bin ich der Chef und 4-2-3-1 spielen wir nicht.